Hallo und recht herzlich willkommen zur dritten Folge Autobahnpolizei Simulator 3. Mein Name ist Jan und wir begeben uns tatsächlich jetzt zurück auf die Autobahn und wir haben heute einen Special-Auftrag. Wieso sehen wir eigentlich hier die Maus die ganze Zeit? War das auch schon so? Naja, das Spiel ist auf jeden Fall ganz genial, das wissen wir. Wir haben einen Spezialauftrag und zwar messen wir heute die Geschwindigkeit, um im Rang voranzukommen, um dann weitere Missionen natürlich auch freizuschalten. Also ich bin ganz gespannt, wie weit wir heute kommen. Oh. Alter, der hat ja gar nicht geblinkt. Bei dem ist alles in Ordnung. Wir setzen die Fahrt fort und setzen uns einfach direkt hinter den nächsten. Wir haben einfach nur zwei Geschwindigkeitskontrollen, dann haben wir das auch gegessen. Wir kontrollieren hier weiter, machen eine Geschwindigkeitsmessung. Das ist ja auch, ey, verdammt wichtig, aber die halten sich hier scheinbar alle an der Geschwindigkeit. Also der ist ja eher zu langsam. Junge, was ist denn hier los? Boah. Wahnsinn. Okay, wir schauen jetzt mal, was der Rang macht. Wir haben Fortschritt, Wende, ein Fahrstuhl heraus. Ja, das ist egal, das machen wir so. Wir sind Rang 3, jawohl. Cool. Eine Verkehrskontrolle müssen wir einen Donut kaufen. Aber es hat sich was Neues ergeben und zwar ein Gesprächsthema mitten auf der Autobahn. Auch cool. Das Gesprächsthema hat sich offensichtlich überlegt, doch nicht auf der Autobahn zu sein. Kam mir auch schon ein bisschen komisch vor. Es ist auf der Wache. Moin Meister, was geht? Können wir was für Sie tun? Keine direkten Neuigkeiten, aber einen gut gemeinten Rat. Wett? Ja, von komm, Ihnen sag an. Ich den gern an. Worum geht's denn? Ich weiß ja, dass Sie die Raser, die Ihren Unfall verursacht haben, am liebsten selbst sterben. Ja, komm, red weiter. Und Sie sagten, dass ich das erst ab einem gewissen Rang darf. Ganz genau. Deshalb mein Tipp. Warten Sie nicht auf die großen Fälle, sondern sammeln Sie Erfahrung auf Streife. Zum Beispiel mit Verkehrskontrollen? Unter anderem. Die sollten nie vernachlässigt werden. Aber Notrufe über Funk sollten Sie nach Möglichkeit auch annehmen. Dann wollen wir Sie mal nicht länger aufhalten und uns wieder an die Arbeit machen. Genau. Und danke für den Rat. Gern doch. Viel Erfolg. Wow, was für ein Rat. Das heißt tatsächlich, das, was wir jetzt auch schon mit der Geschwindigkeitsmessung gemacht haben, ist the way to do. Das war, glaube ich, jetzt noch im Vorgänger noch ein bisschen anders, dass du wirklich halt die einfach, ich sag mal, normale Streifentätigkeit so, der normale Polizeialltag, den gab es zwar auch, aber der war, glaube ich, nicht so, ich sag mal, nenn's mal relevant, sondern, ja, es gab halt die Story-Mission und das, oh, das war interessant, konntest du halt auch machen, aber hier musst du halt vor allen Dingen das machen und dann irgendwie kommen dann auch Story-Missionen. Also das, was heißt Story-Missionen, die sind ja auch nicht. Naja, geht so, ne? Egal, schauen wir mal. Also wir kaufen auf jeden Fall jetzt einen Donut. Das ist ganz wichtig. Und eine Verkehrskontrolle haben wir auch schon gemacht. Aber ja, sofern keine Einsätze reinkommen, machen wir auch eine Verkehrskontrolle. Also das heißt, wir sind jetzt hier voll im tatsächlichen Polizeialltag drin. Und wo gibt es natürlich die Donuts? Hier an der Tankstelle. Bei ASAP, as soon as possible. Ah, so schnell fahren wir auf jeden Fall hier in die Tankstelle rein. Türen sind blockiert. Okay, cool. Türen sind immer noch blockiert. Warum? Auto kaputt. Wir müssen in die Werkstatt. Ich kann hier nicht aussteigen. Die Türen sind... An alle Einheiten. Wer übernimmt einen Auffahrunfall? Auffahrunfall. Ja, ich... Nee, jetzt will ich einen Donut kaufen. Sorry. Geht es nicht. Ey. Das Spiel. Ich kann die Türen vom Auto... Ich kann nicht mehr aussteigen, ey. Das ist ja... Das ist Wahnsinn. Ich fahre zurück zur Wache. Kann ich hier aussteigen eventuell? Ja, oh mein Gott. Okay, aber jetzt ist der Donut zu weit entfernt. Ich muss wieder einsteigen. So, hier, ey, muss auch funktionieren. Und hier funktioniert es auch, jawohl. Gib mir einen Donut. Es ist ein Überfall. Hallo, was darf's sein?
Na, Rat fragen? What? Nein, ich... Monat würde mir reichen. Nicht den... Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Den Tankstellenwart nach einem Rat. Ja, zumindest nicht, wenn es um Polizeisachen geht. Okay, Donut gekauft. Und das verdient gleich schon wieder einen Rang nach oben bei der Polizei. Geil, geil, geil. So, das rote Fahrzeug, der ist doch schon hier verdächtig. Verkehrskontrolle, so geht's nicht. Ja, Auto anhalten. Der Simulator-Bildschirm ist traurig tatsächlich. Das ist nicht einfach irgendwie direkt ja, im Spiel man selber irgendwo ranfahren kann. Gut, ist late, aber der Vorteil ist, hier sitzt dann tatsächlich auch eine Person hinterm Steuer. Oh, eine Frau. Okay, alles klar. Ja, so weit, so gut. Das haben wir schon gesehen. Guten Tag. Wie kann ich behilflich sein? Ich habe Sie für eine Kontrolle angehalten. Exakt. Dokumente überprüfen, machen wir doch, kennen wir. Die Fahrzeugpapiere sehen. Das ist die... Oh, warte, wie spricht man das denn? Claudia Lowe. Ja, der Name passt. B hat sie auch. Gesicht passt auch. Sieht alles wunderbar. In Ordnung aus. Dann, ja, Alkohol, Drogen, nee, machen wir weiter nicht. Ich Fahrzeug will Ihr Fahrzeug und den Kofferraum kontrollieren. Bitte warten Sie einen Moment. Ja, Profiltiefe. Ich sag mal, wer macht das denn echt? Aber ja, wenn das bei dem einen passt, wieso soll das an den anderen Achsen nicht passen? Also man macht, also das ergibt ja eigentlich relativ wenig Sinn, aber die Lichter wollen wir auf jeden Fall. Funktioniert alles. Vorbildlich bis jetzt alles immer bei den Verkehrskontrollen, muss man ja sagen, ne? Oh Gott, warte. Das wird sogar oben erklärt, Leute. Oh, aber 2.22 ist ja dann schon nicht nur kürzlich abgelaufen, sondern tatsächlich richtig abgelaufen. Die hat keinen TÜV mehr. Kofferraum. Wie hängt das denn da? Ja, aber ist vorhanden. Schon mal gut. Jetzt wollen wir auch schon mal sehen, ob das jetzt vielleicht auch abgelaufen ist. Nee, der ist nicht abgelaufen. Wir schauen jetzt hier nicht in den Rucksack und so was. Oh, Oma-Unterwäsche wollen wir uns nicht angucken. Vielen Dank für Ihre Geduld. So, ja, Kontrolle quasi beenden. Können wir dann da irgendwie sagen, ein Bußgeld für Dings, für einen abgelaufenen TÜV, da sagt man dann einfach, ja, geht zum TÜV halt, oder? Wir sind also fertig. Sie dürfen weiter. Ja, gut, aber einfach nur so weiterfahren ist natürlich keine Menge festgestellt. Fälschlicherweise, also wegen Fahren oder Alkohol. Was? Oh mein Gott, die Oma war betrunken. Aber das mit dem TÜV war auf jeden Fall trotzdem. Also wenn es wirklich nur TÜV gewesen wäre, dann bei der Fahrt natürlich erlaubt, auch ohne Bußgeld. Scheinbar. Offensichtlich, weil da wurde es nicht aufgeführt. Gut, war das jetzt dann dementsprechend nicht Erfolg? Doch. Okay, ja, dann Unfall. Also das war zwar gerade auch quasi schon ein Unfall, aber ja, jetzt nehmen wir einen echten Unfall. An alle Einheiten. Gestohlenen Wagen, ja, das ist... Machen wir einfach. Wagen 1 für Leitstelle, wir übernehmen das. Oh Gott. Weiß nicht, ob wir den noch eingeholt bekommen, aber wir fahren natürlich mit Eile. Lüla, lüla und auf geht's. In der ersten Folge hatten wir auch schon eine Verfolgungsjagd, wenn man es so nennen will zumindest. Die hat ja tatsächlich spielerisch irgendwie nicht richtig funktioniert. Deswegen nochmal ein Punkt interessanter. Ob das jetzt hier so funktioniert. Die Unfälle übrigens machen wir immer noch schon selber die ganze Zeit. So, fahre zum Zielort. Ah ja, doch, jetzt funktioniert's. Stoppe das Auto. Da vorne ist es ganz groß, so dass man es auf jeden Fall nicht übersehen kann. Markiert. Können wir jetzt auch Fahrzeug. Nein, der Fahrer, den flieht, du musst Fahrzeug stoppen, bevor es flüchtet oder rammst. Alles klar. Immer mit Gewalt.
Wagen 1 für Leitstelle. Wir wollten gerade ein Fahrzeug. Wir setzen uns mal vor den, so versuchen wir es. Alter, wenn er nicht so schnell fahren will. Wagen 1, gebt uns das Kennzeichen durch. Wir prüfen im System, ob uns dazu etwas vorliegt. Einen Moment, ich schicke es euch. Oh, jetzt wird hier auch noch gefunkt. Wagen 1, zu dem Fahrzeug liegen keine Meldungen vor. Aber wer von euch flieht, verbirgt sicherlich etwas. Auch oh, nicht verkehrt. Was es damit auf sich hat. Junge. Das ist jetzt aber frech. Fahr doch schneller. Ey, wieso haben wir uns eigentlich so krass gedreht und der sich gar nicht? Gib Power, du Mistauto. Komm, ich fahre den jetzt. Oh, der biegt ab. Einfach. Oh. Oh. Ja, da kommt er nicht dran vorbei. Ey, man kann sich ja auch nicht drehen. Jawohl, geil. Die Polizei widersetzt haben und mit ihrem Fahrzeug geflohen sind. Sie haben mich bedrängt und jetzt nehmen Sie mich auch noch dafür fest? Ja, komm. Und ja, der böse Bube. Rinder mit dir. So, dann ab zur Polizeistation. So, das war auch unsere erste Verhaftung. Ey, Joachim, geh doch mal von der Tür weg. Wie kriege ich den da jetzt raus? Ah, hehe. Ich muss scheinbar auf noch einen gesonderten Platz parken. Dort kann ich ihn nicht ausladen. So geht's. Boah, coole Sequenz, Junge. Abgeführt und erfolgreich. Also du kannst hier in dem Spiel eigentlich selber nicht wirklich was machen, also nicht selbst richtig machen. Das heißt, du musst alles und dann wird es eben per Sequenz und sowas. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber ja, das war eine weitere Schicht und das mit dem Unfall, was wir selber schon häufig jetzt hatten, muss aber dann in der nächsten Folge kommen und dann geht's weiter mit dem nächsten Rang. Freue mich schon drauf. Ein bisschen haben wir hier schon wieder gewonnen. Nächste Folge, da geht's dann weiter. Leute, abonnieren, um nichts weiter zu verpassen. Die Playlist gibt's natürlich hier und auch noch weitere Videos, weitere Simulatoren dort.